Seid gegrüßt, liebe Freunde, heute mit einer neuen Reaction, Offline-Reaction, ja, auf das traurige Ende von Belle Delphin, oder Belle Delphin, Delphin, ach, keine Ahnung, Mann, ist ein Delphin halt, von CEO, ja, der hat ein Video rausgehauen vor 8 Tagen, vor mittlerweile sogar 9 Tagen, haben wir jetzt schon am 24.11., ja, über die Belle Delphin, die ja ihr Badewasser zum Beispiel verkauft hat, ja, und das kam noch ganz gut an. Ja Leute, so sah die Unterhaltung mal in Deutschland aus. Man hat die alte Flimmerkiste eingeschalten und konnte sich zwischen so ein paar Handvoll Sender entscheiden. Top! Die Wette gilt! 1, 2. Ey Leute, jetzt mal ohne Scheiß, bin ich der Einzige, der noch nie Wetten, dass angeguckt hat, beziehungsweise mal wirklich eine ganze Sendung. Ich habe noch nie eine ganze Sendung Wetten, dass angeguckt, obwohl du die berühmteste Sendung oder die beste oder aufrufstärkste Sendung in Deutschland ist oder so. Also ganz weird. Und das Konzept geht sogar bis heute auf. Wetten, dass hat zum Beispiel vor kurzem wieder richtige Rekorde geschlagen. Doch um eine Show ins Fernsehen zu bekommen, braucht es halt eben auch viel. Ein gutes Konzept, eine vollständige Finanzierung und vor allem ein Sender, der das Ganze ausstrahlen möchte. Doch durch das Internet hat sich das Ganze verändert. Mittlerweile kann sich jeder der ganzen weiten Welt vorstellen. Und dabei, ja, ist völlig egal, was für ein Konzept. Ob es eine Show ist oder das echte Leben. Manche bauen einfach ihre Berufung weiter aus oder teilen einfach ihre Leidenschaft. Selbst im Alter sind keine Grenzen gesetzt. Endlich 5 Abonnenten. Obwohl man es eventuell schon nochmal besser kontrolliert. Ey, warum blendet der das jetzt wieder auf so ironische Art und Weise ein? Hallo, 5 Abonnenten, Leute. 5 Abonnenten ist doch gut. Frech, wirklich sehr, sehr frech. Er schätzt die 5 Abonnenten nicht, ne? Er schätzt bestimmt auch die Cents nicht, der schätzt immer nur die Euro. Und natürlich gibt es auch Negativbeispiele. Leute, die einfach immer wieder viel zu weit gehen. Hauptsache, man bekommt Geld, Fame oder halt ein bisschen Aufmerksamkeit. Und natürlich ist Belle Delphine an der Stelle ein richtiges Paradebeispiel. Wenn du jetzt nicht die letzten 5 Jahre unter einem Stein gelebt hast, hast du sicher auch schon mal was von ihr gehört. Vielleicht klingelt es bei dir auch erst dann, wenn ich den Badewasserverkauf erwähne oder die Sache mit dem Oktopus zum Beispiel. Natürlich haben sich super viele empört oder halt ein paar Witze auf ihre Kosten gemacht, aber es gab natürlich auch ordentlich viele Leute, die haben... Was? Okay, das ist an mir vorbeigegangen. Die hatten einen Oktopus 2 Augen rangeklebt und dann mit denen so getan, als wären die so Best Buddies oder wie? Ich verstehe das nicht. Warum muss man immer auf den Nacken von armen Tieren, die gerade absolut hilflos sind und in Panik sind, warum muss man sowas machen? Das werde ich nie verstehen. Das ist genauso wie dieses So Young hieß die. Da habe ich auch damals mal ein Video gemacht vor über einem Jahr, vor einem anderthalben Jahr habe ich auch schon mal ein Video gemacht, Baku genauso, die hat ebenfalls einen Oktopus einfach nur misshandelt, ist halt einfach so. Ich check das nicht, sind genauso Tiere, die genauso Schmerzempfinden haben, ja, einige haben auch gesagt, ja, die haben nicht so ein Schmerzempfinden, doch, viele haben so ein Schmerzempfinden, auch solche wie Langusten oder sowas, ne, die auch unter anderem lebendig gekocht werden. Die haben genauso Schmerzempfinden wie Menschen. Ich glaube, es gibt so eine Stufe, so 7 oder 8. Und wir Menschen haben genauso so eine Stufe und haben genauso ein Schmerzempfinden. So. Und die werden lebendig teilweise einfach gekocht und gegessen. Es ist ekelhaft. Wirklich. Super viele empört oder halt ein paar Witze auf ihre Kosten gemacht. Aber es gab natürlich auch ordentlich viele Leute, die haben... Also ich hoffe jetzt, dass der Oktopus tot war. Ja. Und nicht lebendig jetzt hier noch vor die Kamera gezerrt wurde. Und wirklich diesen Content von ihr gefeiert. Man fragt sich, warum. Memo, guck mal. 2020 hat sie laut eigenen Angaben über 1 Million Dollar pro Monat verdient. Sie stellte Like-Rekorde auf und 2019 sorgte sie weltweit für Schlagzeilen. Aber umso verwunderlicher ist es doch, dass man jetzt mittlerweile gar nichts mehr von ihr hört. Auf Google gehen die Suchanfragen nach ihr immer und immer weiter zurück. Auf Twitter verliert sie ihre Followerschaft und selbst auf Patreon sind die Supporter rückläufig. Okay, krass. Aber auf Instagram, die hatte auf jeden Fall über 4 Millionen Follower, ne? Oder 5 Millionen mittlerweile? Weiß ich gar nicht. Instagram und Co. ist sie gebannt, auf YouTube und anderen Plattformen ist... Was? Belle Delphin ist auf Instagram gebannt mit 4 bis 5 Millionen Followern? Also ich kann mich noch erinnern, damals, ich hatte mal ein Video zu ihr gemacht, da hat die, glaube ich, 4 Millionen Follower gehabt. Krass, ey, das wusste ich gar nicht. Die inaktiv. Also Leute, wo kam Belle Delphine her und wo zum Geier ist sie hingegangen? Was ist ihr Erfolgskonzept? Weil ja, tatsächlich haben wirklich erstaunlich viele Leute sie hardcore gefeiert. Also ganz ehrlich, das kann keiner gut finden. Das kann keiner gut finden. Genau das schauen wir uns jetzt an und dafür springen wir mal zum Anfang der Geschichte. Belle Delphine ist geboren am 23. Oktober 1999 und zwar in... Na, was würdet ihr...
Südafrika, Kapstadt. Da, weil ich mal ein Video dazu gemacht habe, ich habe nicht weiter nach ihr sonst so recherchiert, aber ich habe mal ein Video zu ihr gemacht und da habe ich auch geguckt, woher sie kommt, beziehungsweise stand es einfach da. Jetzt ungefähr schätzen, ja, völlig richtig, Südafrika. Ich verarsche euch nicht, die ist wirklich in Kapstadt aufgewachsen. Mehrere Artikel zufolge hatten ihre Eltern nicht unbedingt die beste Ehe, also es gab ordentlich viel Streit und auch zu viel Alkohol. Grob gesagt kann man sagen, dass ihre Kindheit nicht sehr einfach war und das hat sie auch selber schon ein paar Mal bestätigt. But my relationship with my mom is, has always been probably more difficult than the one with my dad. Because I think I can throw around like joking like, oh, I've got father issues or whatever, but in reality, I never really had a relationship with him, so there was nothing to lose. Mm-hmm. But I think with your mom. Mit 9 Jahren ist sie dann zusammen mit ihrer Mutter nach England ausgewandert, wo sie dann auch in der Nähe von Leamington zur Schule ging. Wo man aber sagen muss, sie war eigentlich da nur körperlich anwesend, weil sie hat im Unterricht oft gepennt und nicht wirklich aufgepasst. Allerdings nur bis zu ihrem 14. Lebensjahr, weil ab da aus hat sie wirklich ihre schulische Ausbildung halt links liegen lassen. Also ja, sie hat die Schule abgebrochen und wer sich jetzt fragt, was ist mit der Mom, war die cool damit, der war das laut Belle Delphine scheißegal. Von da an lebte sie in einer Wohngemeinschaft und hielt sich mit so ein paar Jobs. Also, da merkt man auch, dass die Eltern, also die, da machen sie halt alles falsch. So, wenn den Eltern das scheißegal ist, was beruflich passiert oder ausbildungsmäßig passiert, schulisch, dann haben die Eltern auf jeden Fall deutlich einen Schritt verfehlt in der Entwicklung. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man so sein kann, aber so ein bisschen Verantwortung sollte man schon haben. Aber es ist auch teilweise widerspiegelt, dass viele, viele Eltern von heute, ne, das ist sehr, sehr traurig. Die sich einfach einen Scheiß um ihr Kind kümmern. Ob's über Wasser. Sie arbeitete da schon als Kellnerin, als Barista, aber auch als Kindermädchen. Hey, Delphine als Kindermädchen kann man sich gar nicht vorstellen, oder? So, brav bleibt mein Sohn. Dann sehen wir uns später. Lol. Aber bitte lass mich mit der nicht alleine. Ich bin gleich wieder da. Und? Was machen wir jetzt? Senpai. Papa, komm sofort zurück, Mann! Sie hielt sich eben da so komplett elternlos eine Zeit lang über Wasser und es gibt auch so ein paar ominöse Geschichten, dass sie damals schon eine Beziehung mit einem Ende 20-Jährigen hatte, was jetzt nicht unbedingt eine coole Sache ist, wenn man selber erst 14, 15 Jahre alt ist. Und ja, bevor jetzt die... Oh, was? Die war mit 14 bis 15 mit einem Ende 20-Jährigen zusammen? Und das ist sehr, sehr gefährlich. Oh, das ist sehr, 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 sehr gefährlich. Erst in die Kommentare schreiben. Du bist dumm! Keine Sorge, wir sind jetzt im Jahre 2015 angekommen und da geht ihre Internetkarriere los. Sie meldete sich auf Facebook, Instagram und YouTube an und ja, lud da ihre ersten Videos oder Bilder eben hoch. Damals eben noch ganz normales Zeug, wie zum Beispiel ein Make-up-Tutorial. Alter, das war vor einem Jahr. Hä, wie schnell hat sie denn da so also Reichweite bekommen? What the fuck? Hi, I'm Belle and today I'm gonna be doing my everyday Eye-Make-up for you. Also es war da noch nicht abzusehen, dass aus ihr eines Tages mal so eine richtige Meme-Kultur werden sollte. Doch gerade auf Instagram konnte sie dann doch durch ihren Cosplay-Content sehr viele Follower sammeln. Womit sie dann ihre Zielgruppe gefunden hat, nämlich der Gaming-, Anime-Nerd-Bereich, würde ich es mal sagen. 2018 wurde sie dann zur Leitfigur für den Ahegao-Trend. Das ist ein Gesichtsausdruck, den man aus dem Hentai-Bereich kennt und was genau der darstellen soll, will ich jetzt an der Stelle nicht erläutern. Aber damit wurde sie richtig bekannt, das heißt, man kann... Ich verstehe diesen Trend nicht. Ich verstehe auch... Ja, ich habe das eh noch nie verstanden. Anime, so dieses Anime, Hentai und was es da alles so gibt, auch was dann ins Sexuellere geht, sage ich mal. Ich habe das nie verstanden, was daran schön sein soll. Deswegen verstehe ich auch diesen Trend nicht. Ich finde, real talk jetzt, dieses Bild sieht einfach nur derbe hässlich aus. Ja, das ist wirklich derbe hässlich. Ich kann an der Stelle jetzt schon so ihr Erfolgskonzept zusammenfassen. Und ich glaube, es ist ganz ähnlich, warum es auch Bella Poarch zum Beispiel so erfolgreich geworden ist. Man kombiniert eben süß, niedlich, kindlich sogar mit Sexappeal. Obwohl bei Belle Delphine ging es dann immer mehr ins Pornoröse. Denn damit bekam jeder Content von ihr, sei es Bilder oder Videos, immer etwas Skandalöses, Verbotenes. Also wenn man mal auf Versehen auf ihrem Profil gelandet ist, hatte man instant das Gefühl, das FBI tritt einem gleich die Tür ein. Vielleicht waren manche noch am Anfang ein bisschen naiv und dachten sich so, ha, ist ja irgendwie ganz süß und niedlich, aber dann dachte man sich doch, oh, ich weiß nicht, lieber mal schnell weg hier. Du bist dumm. Zu dieser Zeit hat sie schon mehr Geld im Monat verdient, als wir vermutlich jemals im Jahr verdienen werden. Denn auf Patreon hat sie gegen Geld nochmal spezielleren Content. Also die hat nicht nur ein bisschen Geld verdient, die hat Millionen im Monat verdient, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, sie war so mit Amy Rand vielleicht sogar, keine Ahnung, bestimmt so mit die größte, die auf OnlyFans war oder ist, keine Ahnung, wie Star Wars schaut. Auf Patreon hatte sie einen sehr erfolgreichen Account, wo sau viel Geld gespendet wurde. Auf Instagram hatte sie 4 bis 5 Millionen Follower, wo sie mit Posts, mit Werbeposts auch theoretisch im Monat 100.000 Euros scheffelt. Die hat richtig viel verdient.
auf ihren ganzen Plattformen veröffentlicht, sowie zum Beispiel ihren privaten Snapchat-Account. Damit hat sie über 3000 Unterstützer gesammelt, die mindestens 5 Euro bis hin zu mehreren 100 Euro gespendet haben. Das weiß ich noch sehr genau, weil ich habe damals auch eine Children Basics-Folge zu Belle Delphine gemacht. Auf geht's, Flipper, Attacke! Und dann 2019, als sie nicht einmal 20 Jahre alt war, sie schon über 4,5 Millionen auf Instagram und 4000 ja. Patrons hatte und vermutlich auch schon echt gut Reichtum angesammelt hat, release sie am 1. Juli ihr Badewasser. Also nochmal, nicht Seife oder einen Badezusatz, sondern wirklich ihr Badewasser. Also das war. Und jetzt kommen wir dazu. Wie verzweifelt muss man sein, in seinem Leben Belle Delphine Badewasser zu kaufen? Da muss man doch definitiv so ein heftiger Sims sein, so heftig drauf geiern, dass. Also da falle ich vom Glauben ab, bin ich ehrlich. Wasser, in dem sie gebadet hat. Abgefüllt in kleine Einmachgläser hatte sie es eben für ungefähr 30 Euro verkauft und genau diese Aktion brachte ihr weltweite mediale Aufmerksamkeit. Egal wer, wo oder wie, jeder sprach über sie und ja, auch ich. Es stellten sich einfach so viele die Frage, wer soll denn sowas kaufen? Aber ja. Es war nach 3 Tagen alles ausverkauft. Das Junge. Kann keiner gut finden. Klar, manche, um daraus so Content zu machen, also ein paar haben zum Beispiel live getrunken vor der Kamera. Es gab auch ein paar Gerüchte, dass manche angeblich Herpes deswegen bekommen haben, das war aber alles fake. Ach ja, und im Juni versprach sie noch auf Instagram, dass wenn ein Bild von ihr 1 Million Likes bekommt auf Instagram, dass sie dann halt eben... Junge, allein der Kommentar vom Pornhub schreibt, this is the best news I've heard all year und das hat 388.000 Likes. Der Kommentar hat 388.000 Likes, nicht das Bild. Wie heftig. Sie versprach sie noch auf Instagram, dass wenn ein Bild von ihr 1 Million Likes bekommt auf Instagram, dass sie dann halt eben einen Pornhub-Account eröffnet. Und genau das hat sie auch gemacht. Allerdings waren da die Fans super enttäuscht, als da eben keine Pornos hochgeladen wurden, sondern eben nur Videos, wo sie ein Bild von PewDiePie verspeist hat. Und ich finde, hier merkt man deutlich, dass Belle Delphine nicht nur wusste, wer ihre Zielgruppe ist, sondern auch, wie man virale Inhalte produziert. Natürlich waren viele getriggert, natürlich hat PewDiePie darauf reagiert. Sie wurde immer und immer bekannter, egal wer oder was irgendwie über sie sprach. Es gab immer Aufmerksamkeit, Geld, Klicks, alles drum und dran. Allerdings ging es hier los, dass ihre Erfolgssträhne doch ein paar Risse bekam. 2 Wochen nachdem sie ihr Badewasser verkauft hat, löschte Instagram ihren Account mit 4,5 Millionen Followern. Sie machte dann zwar auf YouTube weiter mit so ein paar skurrilen Videos wie die Oktopus-Geschichte halt eben. Also sie klebte einem toten Oktopus Kulleraugen auf und verbrachte mit ihm den ganzen Tag, als ob sie so beste Freunde wären oder so. Ja, was man halt eben so macht, ne? Wenn einem langweilig ist, warum nicht? Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Die weiteren Videos auf YouTube waren meistens nur noch Promo-Aktionen für ihren OnlyFans-Account. Sie hat sozusagen alle ihre Patrons verlagert auf OnlyFans. Hier hat sie dann nochmal das ganz große Geld rausgeholt, laut eigenen Angaben 1 Million Dollar im Monat. That's good. Good for you. Really good for you. Wow. Ab 2020 wird es dann sehr, sehr komisch. Sie hat behauptet, dass sie im Gefängnis gewesen ist, weil sie ein Auto beschmiert haben soll, weil die auf einer Hausparty ihren Hamster gestohlen haben. Ja, was man halt so macht, ne? Aber das ist alles völlig egal, denn sie hat schon selber zugegeben, dass das Ganze kompletter Fake war. Hat sie sich halt einfach ausgedacht wegen Promo-Zwecken. Ja, und jetzt haben wir... Ja, also ich sag mal so, die ist nicht dumm. Die hat so viele Skandale versucht und mit ihrer Niedlichkeit dann geglänzt, damit sie halt viel Reichweite bekommt. Also die hat es immer geschafft, irgendwo Reichweite zu bekommen, immer Aufmerksamkeit zu bekommen von allen, von den Größten. Und sie hat es einfach geschafft. Aufgrund ihrer Art. Ich sage einfach mal aufgrund ihrer Art. Und genauso schafft es eigentlich auch eine Amurant, die auf Twitch ja auch Content macht für 10.000, 20.000 Zuschauer, da 20.000 bezahlte Subs hat. Also bei der läuft auch geisteskrank. Da macht die Werbung für Patreon, für OnlyFans, für YouTube und so weiter. Und sie zieht auch Reichweite überall, ja, auch auf Instagram. Das ist halt Wahnsinn. So, die haben es halt einfach geschafft, auf eine Art und Weise, die jetzt nicht so nice ist, aber... Muss man ihn trotzdem anrechnen, die würde ich sagen, die haben ausgesorgt. Ja, 2021, es wurde immer stiller, es gab keine Skandale mehr. Mittlerweile kann man, wenn man danach sucht, sogar richtige Pornos von ihr finden. Das heißt, auch diese Grenze wurde überschritten und hier endet die Reise. Also scheinbar war es das jetzt einfach. Geht's ihr gut oder schlecht? Hat sie genügend Geld gefarmt und macht jetzt einen faulen Lenz oder hat sie alles auf den Kopf gehauen? Keiner weiß es. Das Einzige, was man sagen kann, also sie wird jetzt ja dann, jetzt ein paar Tagen, 22 Jahre alt und das ist sehr jung, Junge, für so eine skurrile Lebensgeschichte. Ey, überlegt euch mal, die hat mit 22 Jahren selbst schon ausgesorgt, weil die im Monat Millionen verdient hat.
Und das über ein Jahr, über zwei Jahre, das reicht komplett, um fürs Leben auszusorgen, wenn du damit gut haushalten kannst. Das ist schon krank, oder? Das ist doch einfach nur krank. Als ich 22 war, habe ich seit 3 Jahren ausgelernt, meinen Job gemacht. Hab damals sogar übelst Liebeskummer gehabt, weiß ich noch. Und mein Top-Verdienst war vielleicht mal 2000 Euro, wenn ich halt Weihnachtsgeld bekommen habe oder so. Und YouTube habe ich erst ein Jahr später angefangen sogar. Und ich finde persönlich, und ich weiß, es klingt total abgedroschen und langweilig, aber Fame, Geld und Aufmerksamkeit sind halt eben wirklich nicht alles. Von den Dingen hat Belle Delphine wirklich genug gehabt, aber trotzdem, glaube ich, würde keiner von uns mit ihr tauschen wollen, oder? Und wieder muss ich zurückkommen zum Anfang des Videos, weil ich finde es so faszinierend, wie sich Unterhaltung verändert hat. Natürlich gab es damals auch Skandale und Empörung hier und da mal, aber es war damals nicht so in diesem Ausmaß, wie es heute ist und vor allem nicht in dieser unglaublichen Häufigkeit, wie es heutzutage ist. Mal im Ernst, die meisten Skandale halten ja nicht einmal eine Woche und die sind meistens super schnell vergessen. Und bei manchen Themen treten Skandale eben so häufig auf, dass es uns dann wieder fast egal wird. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass die Menschheit schlimmer geworden ist, sondern wir bekommen halt einfach deutlich mehr mit als früher. Und gerade weil unsere Zeit momentan so unglaublich hektisch und fast schon unwirklich erscheint, giere ich regelrecht nach Content, der friedlich ist, der mich abschalten lässt, der einfach, ja, mir Ruhe und ein gutes Gefühl gibt. Deswegen bin ich auch super dankbar für solche Videos, solche Posts, solche Tweets von mir aus. Denn trotz dieser ganzen Negativität gibt es immer noch super viele Dinge in unserem Leben oder in dieser Welt, die wunderschön sind. Und somit kann auch das Internet ein fantastischer Ort sein. Man muss sich halt nur an der richtigen Stelle befinden. Und natürlich wird an der Stelle auch ein Versprechen von mir an euch. Ich versuche auch, mich hier an der Stelle... Wobei ich an der Stelle sagen muss, mir macht es immer Spaß, Content zu produzieren, wo sich Leute die ganze Zeit widersprechen. So, dann kannst du die Sachen aneinander cutten und dich dann darüber amüsieren. Das Ding ist, wenn man jetzt so auf meinem Kanal schaut, so, da denkt man auch so, Alter, das ist ja voll... das ist ja voll negativ und so. Aber letztendlich, das, was ich dann in den Videos sage, ist dann eher so amüsant, so ein bisschen sich amüsieren über die Dinge. Deswegen, im Prinzip ist es bei mir nicht anders. Ich will einfach nur negative Dinge ansprechen, mich darüber amüsieren und selber trotzdem positive Vibes in den Videos vermitteln. Und ich hoffe doch, irgendwo klappt das, ja. Ja, nicht immer, ja, manchmal da kritisiere ich oder fange ich mich drüber ab, aber das war's dann auch. Aber sonst versuche ich das auch eher mit Humor so zu verbinden, was ich wichtig und richtig finde. Positiv einzubringen. Und du redest zu viel! Du musst dringend auf Klo, aber gönn doch vorher Zeo ein Abo. Okay, ey, Zeo, gutes Video, muss man wirklich sagen, ich gebe dem mal ein Like, weil ein Dislike bringt jetzt einfach nichts mehr. Ich finde das ein bisschen traurig. Real Talk jetzt, ich bin wirklich ein bisschen traurig darüber, dass die Dislike-Funktion abgeschaltet wurde. Macht für mich keinen Sinn, aber ist ein anderes Thema. Danke fürs Zuschauen, ja, lasst gerne eine Bewertung da, lasst gerne ein Like da, weil Dislike bringt eh nichts mehr. Und schreibt gerne einen Kommentar für den Algorithmus, das ist das Einzige, was jetzt noch was bringt. In diesem Sinne, Kuss geht raus, ciao, ciao.